Shanti. Wir haben gestern den internationalen Yoga-Tag gefeiert und die Avyakmuli gestern ging hauptsächlich um unseren Alaukik spirituellen Vater, um Brahma Baba. Wir haben in der letzten Woche bereits eine Muli über Brahma Baba gesprochen. Und ein paar Tage später ist natürlich immer noch Januar. Und die Gruppe, die in Madhuban damals war, wird sich noch sehr berührt gefühlt haben. Und Baba begann von diesem Punkt aus. Ihr habt so viel Liebe, so viel ewige Schätze erhalten. Ihr habt eine so kraftvolle, ihr seid so kraftvoll erhalten worden. Und Shiv Baba versteht, dass ihr euch an Brahma Baba erinnert. Brahma, er sagte auch weiterhin wunderschöne Dinge. Wenn ihr euch an menschliche Wesen erinnert, dann gibt es oft Leid, weil ihr euch an diese körperliche Form erinnert. Aber wenn ihr euch an diesen überweltlichen Vater erinnert, dann erinnert ihr euch nicht nur an diese Form, aber ihr erinnert euch an seine göttlichen Aktivitäten. Im Bhakti werden die Aktivitäten Krishnas beschrieben, aber eigentlich sind das doch die Aktivitäten von Brahma Baba in einer sehr vergöttlichten Art und Weise. Und was kommt da in eurem Herzen auf? Dankbarkeit für das, was ihr erhalten habt. Was gebt ihr denn Baba als Rückgabe dafür? All das, was ihr habt ihr doch von Baba erhalten. Ja, was könnt ihr denn zurückgeben? Und Baba erklärte dann, die Rückgabe von Liebe ist die, dass man in dieser Liebe vollkommen aufgeht. Und das ist möglich, wenn ihr gleich wieder Vater werdet. So wie wenn man Wasser in die Milch hineinschüttet, dann vermischt sich das nicht nur, sondern das nimmt auch die weiße Farbe an. Aber wenn man Milch in Wasser füllt, dann verschmilzt das nicht vollkommen. So, wenn man vollkommen in Liebe aufgeht, dann ist das möglich, wenn man so wie der Vater ist. Und eine weitere sehr schöne Klärung war, die Menschen sagen so oft, ich kann manchmal Babas Liebe erfahren. Manchmal, wenn ich mich darauf fokussiere und wenn ich in diesem inneren Zustand angelange, aber dieser Zustand, vollkommen in dieser Liebe aufzugehen, da geht eine Reise voran und die Reise ist die, so wie Baba zu werden. Und wieder Babas Frage, was habt ihr, was ich euch nicht gegeben habe? Ich habe euch doch alles gegeben, was ihr habt. In jedem Satz gibt es sehr tiefe Erinnerungen über das, was im Sangam Yoga geschieht. Manchmal vergesst ihr und ihr wertschätzt das auch nicht so richtig, weil es vielleicht nur ein Satz ist aus drei Seiten. Und vielleicht
nehmen wir die noch nicht einmal wahr, aber das war ein sehr schöner Satz, der mich tief berührt hat. Es gibt nichts, was von Wert ist, das mir nicht von Baba gegeben worden ist. Welche Rückgabe kann ich denn geben? Meinen Einsatz so zu machen, dass er gleich ist wie der von Baba und ich dann vollkommen in Baba aufgehe. Und Baba wies noch darauf hin, wenn ihr euch an diesen erinnert, erinnert ihr euch an all die Besonderheiten. Und wenn ihr diese Besonderheiten erinnert, dann entwickelt ihr selber diese Spezialitäten und das macht euch kraftvoll. Diese Erinnerung ist eine Erinnerung voller Liebe, aber sie erfüllt euch auch mit großer Kraft, dass ihr in der Lage seid, auf eurer eigenen spirituellen Reise voranzukommen. Und Baba hat natürlich auch wiederum die Perlen in den Augen von manchen Kindern gesehen. Baba hat dieses Wort Perlen benutzt, er hat nicht das Wort Tränen benutzt. Es war ein Ausdruck von Liebe, es war kein Ausdruck von Leid und es war auch kein Ausdruck von Trennung. Diese beiden Worte sind sehr interessant, Yoga Union und Trennung. Es ist nicht so, dass man irgendetwas verliert, es ist einfach reine Liebe. Und Baba sagte, das ist okay, wenn es ist, diese Liebe gestattet euch, vollkommen losgelöst von der Welt zu sein. Und dann werdet ihr auch von diesem einen geliebt. Diese Liebe bereitet euch darauf vor, von der alten Welt losgelöst sein zu können. Ja, es ist wirklich wahr in meiner Erfahrung. Baba war ein wirklicher Magnet, der wirklich zu Gott hingeführt hat. Und dies hat mich dazu veranlasst, mich von der alten Welt loslösen zu können. Baba hat eine Reihe von Spezialitäten erwähnt. Einen speziellen Aspekt hat er erwähnt. Babas großer Eifer und Begeisterung, jedes einzelne Kind zu erheben, ob es jung ist, ob es älter ist. Baba wird sich ihnen gleich machen und er hat diese Empfindung weitergegeben, dass sie zusammengehören. Manchmal hat Baba mit Kindern gespielt, einfach Freude für einige Minuten. Manchmal hat er Badminton gespielt, auf verschiedene Art. Und mit den Älteren hat sich Baba hingesetzt und hat einen erfreuliche Unterhaltung geführt über die älteren Tage und wie sich die Welt verwandelt hat. Und er hat ihnen auch dieses Gefühl, dazuzugehören, vermittelt. Wenn es eine Seele gab, die Hoffnung verloren hatte, dann hat er sie inspiriert und hat sie erhoben und ihnen vermittelt, wie sie fliegen können. Und wenn jemand schwach war, dann hat Baba ihnen liebevolle und süße Worte, mit ihnen süße, liebevolle Worte gesprochen, aber auch solche Worte, die sie erheben und die ihnen Kraft gaben und die sie wieder dazu befähigten, voranzukommen. Und wenn jemand diese letzte Perle des Rosenkranzes war, Baba wusste das, Baba verstand das. Und Babas gesamtes Ziel waren nur reine und kraftvolle, gute Wünsche, sodass diese Seele sich auch entwickeln kann. Und es war einfach für Baba zu sagen, es macht nichts, alles okay. Baba hatte niemals diese innere Einstellung. Er hatte immer diese Einstellung, Wohltat zu geben, andere zu unterstützen, wie sie sich entwickeln können und vorankommen können. Und eine klassische Methode, die Baba beim Lehren angenommen hatte, war die, mach es selber und lass dies andere wahrnehmen und die werden dann folgen. Baba hat bei all dem Karma-Yoga mitgemacht, sei es die Wäsche, sei es in der Küche.
Und Baba hat es mit einem so erhabenen und Bewusstsein und einem so strahlenden Gesicht gemacht. Und wenn andere dies sahen, dann hatten sie erkannt, das ist die Art und Weise, wie wir das tun sollten. Und das ist der Zweck von Karma-Yoga. Sie teilt jetzt ein persönliches Erlebnis. Sie sind normalerweise im August nach Madhuban, als sie Monsunzeit war. Sie sind 1986 dahin gefahren und es war kalt, regnerisch und neblig. Und am Abend nach der Abendlecture, da waren ungefähr 30 Personen, die dort lebten, und heute sind es 1500, die da leben, ganz andere Dimensionen. Damals waren acht, die von außerhalb kamen. Es war eine kleine Gruppe in der History Hall. Und am Ende dieser Abendlecture sagte Baba, Boli Dadi. Baba sagte zu ihr, war zuständig für die Küche. Und er fragte sie, hast du das Getreide, mit dem man so ein bestimmtes Speise machen kann, so ein süßer Porridge? Hast du dieses Getreide und können wir das morgen früh machen, sodass jeder Toli hat, sodass jeder nach der Klasse warmes Lapsi hat? Und es wird sehr nahrhaft sein und sie auch aufwärmt. Und sie lächelte ihn an, sie wollte nicht Nein sagen. Baba verstand über die Schwingung, die Atmosphäre, dass sie das nicht im Lager hatte. Und Baba sagte dann, du hast es nicht auf dem Lager. Und sie sagt, nein, Baba. Baba, es ist noch nicht sauber, nicht gesäubert und noch nicht geschält worden. Und Baba sagt, okay. Was du jetzt tut, hol ein paar Säcke raus und leg sie auf die Terrasse, wo jetzt das Reisebüro ist, auf dieser Veranda. Und da haben sie die Gemüse immer geschnitten und ganz viel passierte da immer. Und später wurde das dann abgedeckt und da gab es dann diese Räume. Und sie hatten im Kopf genickt und er sagte, bring auch Teller oder Tabletts, damit dieses Getreide gesäubert werden kann. Und nach einiger Zeit hat Baba dann das Signal erhalten, dass alles auf dieser Veranda war. Und Baba beendete die Lecture und lächelte. Er ging dann zur Tür. Und anstatt direkt in seinen Raum zu gehen, den ihr ja kennt, ging Baba zur rechten Seite und ging auf die Veranda zu. Und Babas Ausstrahlung war derart, wenn jeder zu seiner Tür gegangen wäre, wären ihm alle gefolgt und hätten dann Gute Nacht gesagt. Und wenn Baba irgendwo anders hinging, dann sind auch alle ihm gefolgt. Und Baba nahm ein großes Tablett auf, das voller Getreide war, und er stand da. Und Baba begann es zu säubern. Und jemand, der neben Baba stand, sagte dann, komm Baba, lass mich das mal nehmen. Sie wollten nicht, dass Baba das machen musste. Und auf die Art und Weise wurden 20 Tabletts herumgereicht. Und innerhalb von 20 Minuten war ein ganzer Sack voller Getreide gereinigt worden. Und Baba rief, Boli Dadi, du siehst, Boli Dadi, morgen früh kann es dann gemahlen werden. Sie hatten damals einen Ochsen, der diese Mühle, diese Steinmühle antrieb. Der Garten war immer noch der Garten, aber dahinter gab es einen Raum und da stand der Ochse. Und dieser Ochse ging immer im Kreis herum und dadurch wurde die Mühle bewegt. Und am nächsten Morgen hatten sie alle dieses warme Lapsi und auch Tolis. Und dieses Beispiel, mach es selber. Und andere werden dich sehen und werden ihm folgen. Das ist tief in ihr Herz eingegangen. Baba tat etwas und er inspirierte alle, das auch zu tun. Sehr gutes Beispiel, was in unseren Centern auch passieren kann, macht es. Und dann werden viele helfen kommen,
um zu helfen. Aber wenn ihr es tut, dann werden viele Freiwillige kommen und die werden gern helfen wollen mit euch. Und Baba sprach dann: Was war dieser allererste Schritt, den Baba, der erste Schritt des Mutes, den Baba gab, der ihn hundertfach vom Schicksal begünstigt machte? Ja, das ist dieser ganze Bereich der inneren Hingabe des Körpers. Der Arjuna gab diese Zügel des Fahrzeugs an Gott weiter. Okay, du bist verantwortlich, lenke du dieses Gefährt. Also Arjuna Krishna, das ist diese Geschichte. So diese Hingabe des Körpers in vollkommener Art und Weise. Brahma Baba war bereit, diese Zügel sofort weiterzugeben. Und dann der Geist, Shiv Baba, gab diese Anweisung von Manmanavav und Brahma Baba übte das, praktizierte das, den Geist in Gottes Erinnerung zu stabilisieren. Und dann der Wohlstand. Baba dachte nicht, ich bin im Ruhestand, wie werde ich denn in Zukunft leben können, was wird denn mit meiner Familie geschehen? All diese Gedanken wären durchaus möglich gewesen. Aber doch, es war Brahma Baba unmöglich, derart zu denken. Es war ein sehr schöner Turnaround darin, dass sich etwas wendet. Gottes Kraft ist so, dass das Unmögliche möglich wird. Wie oft haben wir das erlebt und wie oft haben wir das auch erlebt? Und Brahma Baba hat es die andere Art und Weise gesehen. All das, was für andere Menschen möglich war, war für ihn nicht mehr möglich. Er hatte keine Sorgen, er hatte keine Nöte. Shiv Baba sagte, die innere Berührung kam, keine Frage, kein Zweifel. Das ist die innere, das ist die Hingabe. Was Baba da besaß, war nichts geerbt, es war Babas Arbeit, die das zustande gebracht hatte. Keine Frage, kein Gedanke, einfach das hinzugeben. In der Lage zu sein, das zu tun, brachte das Resultat hervor, dass er vollkommen leicht und vollkommen sorgenfrei war, ein sorgenfreier Kaiser. Diese Hingabe bedeutet, dass man alle Sorgen hingeben kann. Oder wenn man noch immer ganz bestimmte schwierige Anliegen im Geist hat, dann gibt es dieses tiefe Vertrauen noch nicht. Und in dem dann gibt es Beziehungen, Geist, Körper, Beziehungen. Er hat sie nicht einfach zur Seite geschoben, aber er hat diese weltlichen Beziehungen in spirituelle Beziehungen verwandelt. Die Familie war noch immer da, seine Tochter war verheiratet und sie war nicht mehr da, eine andere Tochter. Die hat etwas anderes gemacht, die war davon nicht so begeistert. Und die zusammen mit Baba waren, die hatten sich vollkommen hingegeben. Und sie haben dann auch ihr eigenes Schicksal erschaffen. Baba hat diese weltlichen Beziehungen in spirituelle Beziehungen verwandelt. Diese Hingabe der Beziehungen war auch eine große Wohltat für alle. Und den anderen Satz, den ich noch als faszinierend empfand, diese Hingabe des Bewusstseins von Ich und dem Ego des Intellektes. Hier ist Gott und Gott führt mich, Gott inspiriert mich und ich verstehe noch nicht einmal voll, worum es in all dem geht. Vielleicht habe ich das gesamte Wissen noch nicht voll verstanden. Ich verstehe schon, es gibt diesen Kreislauf und ich verstehe auch,
Es ist Shiva, der das spricht, aber auch das nicht so ganz klar. Die Information war zu der Zeit noch nicht so klar, aber Vertrauen und auch Srimad, was immer die Anweisungen waren, die kamen, es gab daran keine Zweifel, ist das richtig, ist es falsch. Alles war Baba sehr klar, das ist der nächste Schritt. Das ist das, was ich zu tun habe. So ein erstaunlicher Yoga, sofort mit Gott verbunden. Seit 1932 gibt es diese Tagebücher, die Ishu Dadi eben aufbewahrt hatte. In diesen Tagebüchern wurden viele Nächte und Nächte beschrieben. Wir nennen das heute Journaling-Tagebuch. Und Baba sprach zu seinem Geist. Baba sprach zu den inneren Semistern, ob sie gehorsam sind oder nicht. In diesem Moment, als diese Visionen aufkamen und als er einige Monate sich zurückzog und dann sich vollkommen hingab, das war nicht nur die einzige Vorbereitung, die Vorbereitungen passierten auch schon durch das Bhakti. Und er wurde davon auch unterstützt. Und dann ab 1932 wurde in diesen Tagebüchern beschrieben, er kämpfte mit dem, was im Inneren vor sich ging. Das, was passiert war, dass er lernte, ruhig und stabil zu sein. All dies war eine wirklich wunderbare Vorbereitung, zu diesem Zustand zu gelangen, Vertrauen im Intellekt zu haben, kein Yoga, kein Ego zu haben. Dies ist nur der Anfang eines neuen Kapitels. Du bist das Instrument dafür. Die andere Sache, die Baba noch erwähnte, war, wir haben so viele Beispiele vor uns, all die Dadis, all die Didis, all die Dadas. Und natürlich Baba und Mama auch. Aber für Brahma Baba gab es kein Beispiel. Er war der Pionier. Und wenn ihr der Pionier seid, seid ihr nicht ganz sicher, ob es richtig ist, nach dort oder da oder nach dort zu gehen. Aber sein Intellekt war so sauber und auch so klar, dass er in der Lage war, Babas Signale aufzunehmen. Und er war in der Lage, diesen Pfad für sich selbst zu navigieren und auch anderen den Weg zu zeigen, sodass andere ihn sahen und ihm folgen konnten. Das ist eine Herausforderung. Wenn die gesamte Gemeinschaft, die euch achtet und respektiert und euch als Beispiel ansieht, ein verlässlicher Ehemann, ein erfolgreicher Juwelier und Geschäftsmann. Er war ein Modell für viele in der Gesellschaft, in der Welt, auf einem sehr hohen Level, mit hohem Prestige und hoher Wertschätzung, die ihm entgegengebracht wurde. Und all das verschwand auf einmal über Nacht. Und ihr wisst, ihr habt nichts verkehrt gemacht. Und da gab es all diese Anschuldigungen. Da wurde gesagt, du bist ein Hypnotiseur, du bist ein Zauberer, du bist jemand, der andere entführt. Sie haben all diese Anschuldigungen hervorgebracht. Gab es einige Frauen, die sich sagten, aber auch einige Brüder. Die Menschen konnten nicht verstehen, was da geschah. Und er blieb ganz stabil. Und wahrhaftig Gott gegenüber. Es gab niemanden, mit dem er sich beraten konnte. Die
einzige Bezugspunkt war der, dass er eine drahtlose Verbindung mit Gott hatte und dass er Entscheidungen treffen konnte, die ihm selbst Wohltat brachten, aber auch der gesamten Gemeinschaft. Und die Qualität dieses Vertrauens, als sie von Karachi nach Abu umzogen, es war die richtige Zeit, umzuziehen. Vorher, bevor diese Trennung von Indien und Pakistan etabliert war, gab es viele Verwandte der Dadis, die bereits in Indien waren. Dann, die haben damals gesagt, es ist nicht mehr sicher für euch in Pakistan, kommt, kommt. Und sie sagten damals, nein, wir sind hier sehr sicher. Und ein paar Jahre später dann, Baba hatte dann diese innere Eingebung und er hat dann eine Vorhut geschickt, das war Didi Manmohini, Dada Anand Kishore. Und diese beide waren sicher in dieser Vorhut, weitere eventuell noch, die sich dann in Indien umsahen. Und einer dieser Gurus, der Brahma Babas wirklich loyaler Freund war, einige Gurus hatten sich auch gegen ihn gewendet. Aber dieser Guru, der war blind, seitdem er 4 Jahre alt war, und er erinnerte sich aus vergangenen Leben an die Veden. Und dieser Guru, ein sehr naher Freund, Gyaneshwarani, sie haben ihn dann getroffen in Ahmedabad und sie waren auch in Pune und Bombay und Mumbai. Und Baba hatte ihnen diesen einen Hinweis gegeben: findet einen Ort, der entfernt, der etwas verborgen ist, aber wo die gesamte Familie Platz hat. Aber in Bombay und Pune konnten die einen solchen Ort nicht finden. Aber dieser Guru, Gyaneshwarani, sagte, wart ihr schon mal in Abu? Und sie hatten nichts von Abu bis jetzt gehört. Und er hat einige seiner Nachfolger mit ihnen zusammen dahin geschickt. Dort gibt es diese Sommerpaläste der Könige und dort wird es einen Ort geben, der für euch groß genug ist. Und es war 1950 und es war kalt, es ist oben in den Bergen, es ist hoch über dem Meeresspiegel. Dort gab es sehr viele Herausforderungen, es war kalt, viele wurden krank dort, es gab es auch nicht genug Ernährung, Nahrung für sie. Und einiges an Geld hatten sie noch, das also von Baba und 2, 3 anderen Personen, all das war gespart worden für die Reise nach Indien. Und die das ursprünglich finanziell helfen sollten, hatten sich entfernt und Baba wollte nicht fragen nach dem Geld. Da waren auf einmal dann 350 Personen und es gab nichts, was in den Töpfen war, was man kochen konnte und womit man die Kinder ernähren konnte. Und Baba war ganz sorgenfrei. Okay, um 9 Uhr, komm wieder zurück. 11 Uhr kam sie wieder. Ja, es ist etwas mit der Post gekommen. Und dann wurde das Mehl gekauft, das Dahl wurde gekauft und alles konnte dann gekocht werden. Und Baba sagte in diesem Moment, er ist verantwortlich. Ich bin doch nur das Instrument. Er muss das regeln. Und natürlich, er hat es geregelt. Aber es wäre vielleicht so einfach gewesen, so viele unnütze Gedanken an diejenigen zu haben, die auf einmal das Geld nicht gaben und warum passiert denn sowas. Aber Baba hatte nicht diese Gedanken. Baba gab uns ein sehr kraftvolles Signal. Was ist diese innere Hingabe und was ist ein Zeichen dieser echten Hingabe? Keine Sorgen, keine Furcht. Und alles, was passiert, so interpretieren, dass es wohltätig und Glück und Wohltat bringend ist.
So, ich weiß, heute bin ich gebeten worden, dass wir wieder genug Zeit für die Fragen haben. Aber ich habe speziell aus dieser Murli entnommen, diese Rückgabe der Liebe ist so zu werden wie der Vater. Aber es ist auch die Vorbereitung, nach Hause zurückkehren zu können. Und wenn ich so wie der Vater bin, dann kann ich mit dem Vater zusammen sein, anstatt hinten zurückzubleiben. Und ein Zeichen der inneren Hingabe ist keine Sorgen, immer, immer diese Bewusstheit, dass alles wohlbringend, Glück wohlbringend, wohltuend ist, wohltätig ist. So, Aruna, jetzt, wir bleiben mal bei diesem letzten Punkt. Wie lange dauerte denn diese Phase, wo sie kein Geld hatten? Und ein sehr erfahrener Yogi sagte mal, das war nur eine kurze Phase. Diese Periode, als sie in Abu lebten und in der sie nur sehr wenig, wo sie nur wenig zu essen hatten. Und Baba sagte, geht mal in die Berge und esst dort die Beeren. Und Baba hat sie in Trance geschickt, sodass sie diesen Hunger nicht verspürten. Sie denkt, all diese gesamte Periode dauerte ungefähr 6 bis 8 Monate. Aber sie weiß, das war in den frühen 50ern. Aber sie weiß von dieser Zeit an, als sie dann in andere Städte zum Service ging, 1957, als sie Daddy Junkie traf. Als Kind denkt man nicht darüber nach, haben sie etwas oder haben sie nichts. Und da gab es einen Raum, der war der Klassenraum, der Schlafzimmer, das Wohnzimmer. Und es gab nur eine ganz kleine Küche da, die sie sich erinnert. Und außerhalb von diesem einen Zimmer ein kleines Badezimmer, sehr wenig, sehr. Das war so, in Delhi war das ungefähr 1959. Was hatten sie gegessen? Chapatis und Salz. Diese beiden Dinge hatten sie, Chapatis und Salz, sonst gab es nichts. Ich schätze, dass diese Periode, in der es diese Einfachheit gab, diese sehr einfache Periode, dauerte ungefähr bis zum Ende der 50er. Und in den 60ern gab es dann so einen Umschwung, dann kamen mehrere Studenten und die gaben auch. Und Dadi hat immer als erstes nach Madhuban geschickt. Als ein Sack voller Mehl in Delhi ankam, haben sie ihn noch nicht mal geöffnet. Sie haben ihn direkt mit der Adresse von Madhuban versehen und dann nach Madhuban geschickt. Und derjenige, der die geschickt hatte, der hatte mal darum gebeten, in die Küche gehen zu können. Und er sandte dann diesen Sack voller Mehl. Und nach ein paar Tagen wollte er wieder in die Küche gehen. Und da sah er, da ist ja dieser Sack nicht mehr da. Und er fragte dann, was ist denn geschehen? Und sie sagten, ja, unsere Vater und unsere Mutter, wir haben es denen geschickt. Das war ein sehr einfaches Leben in dieser Zeitspanne. Aruna, vielen Dank. Es gibt eine weitere Geschichte. Da hat eine Schwester Ghee bekommen, diese gereinigte Butter, und sie hat das in ihren Händen gehalten. Und sie hat diesen Ghee mit im Zug mitgenommen und nach Madhuban gebracht. Es gibt eine Reihe von Fragen. Wie kann es denn passieren, dass Brahma Baba am Anfang so ein paar Visionen hatte und dann sofort das Vertrauen entwickeln konnte? Wir haben jetzt so viel Wissen, aber Brahma Baba hat mit Hilfe so ein paar Visionen überlebt und sich dann auf den Weg gemacht.
Genti? Ja, es gab eine ganze Reihe von Vorbereitungen, die zu diesen Visionen geführt hatten und die dann zu diesem fokussierten Geist und diese Stabilität in Gedanken, Worten und Taten, Gedanken führten. Als Shiv Baba dann diesen Intellekt berührte, dann war es so, als ob diese Erinnerung an das letzte Kalpa wieder hervorkam. Und er hat es dann auch geglaubt, er hat es für real genommen. Wir hören die Murli und wir hören zum Beispiel jeden Tag, ihr seid doch genau diese Gottheiten. Und wenn wir die Murli hören, fühlen wir uns sehr wohl dabei und wir fühlen uns auch begeistert. Aber sobald die Murli dann beendet ist und der Yoga zu Ende ist und wenn wir dann rauskommen, dann gibt es so viel, über das wir nachdenken müssen, worüber wir sprechen müssen und dann ist die Begeisterung schon weniger geworden, bevor ihr überhaupt das Center verlasst. Nicht mal zu reden von Verkehrsstaus und so weiter. Wir können diese Begeisterung nicht stabil behalten. Deshalb in den letzten Wochen sprach Baba immer wieder darum, turnt, reflektiert und wenn ihr das tut und dann geht das in euer Herz ein, nicht nur in euren Kopf. Baba hat da viel drüber gesprochen, wenn das Wissen in die Erfahrung eingeht und auch in die Gefühle, in die Empfindungen, wenn euer Herz dann euch den nächsten Schritt anweist, wenn es nur im Kopf ist, dann kann euch viel davon abbringen. Aruna, es war seine Rolle. Und Genti sagt, das war die Erinnerung an das letzten Kreislauf. Das hat sich eröffnet. Und er hat es nicht zugelassen, dass diese Erinnerung verblasst. Er hat diese Erinnerung ganz wach gehalten. Ich bin Vishnu. Am Anfang gab es ja noch nicht einmal das Verständnis davon, wer ist Shiva, wer ist Brahma, wer ist Vishnu. Aber als er das dann wirklich verstand, dann gab es eine vollkommene Überzeugung. Vielen Dank, Jayanti. Aruna wieder. Weitere Frage? Wenn wir uns in Babdadas Rolle hineinversetzen, ist Babdada mehr der Dharamraj als der Vater? Jayanti Ben sagte, sie denkt nicht, dass diese Rolle des Dharamraj jetzt schon so intensiv begonnen hat. Man sieht jetzt schon, was immer ihr tut. Die Rückgabe von diesem Karma kommt sehr schnell. Während des kupfernen Zeitalters und auch im eisernen Zeitalter führt ihr schon Handlungen aus. Ihr spendet dann und ihr bekommt dann die Rückgabe im nächsten Leben. Aber im Sangam-Yoga ist jeder Gedanke, bringt jeder einzelne Gedanke eine Rückgabe, ein kraftvoller Gedanke erhebt euch und ihr seid dann glücklich. Und ein negativer Gedanke, dann verliert ihr euer Glück. Diese Rückgabe des Karma in unserem Denken, in unserem Handeln ist sehr schnell. Dass die Rückgabe des Karma passiert zu jeder Zeit, aber diese Rolle des Dharamraj, indem ich all das sehe, was noch auszugleichen ist. Sie denkt, diese Zeit hat noch nicht begonnen. Wir haben noch Zeit, um zu realisieren. Deshalb hören wir diese Sakamurlis. Die sind manchmal sehr stark. Erinnerung, Erinnerung. Wenn ihr keine Erinnerung habt, dann wird es Leid geben. Wenn ich nicht in Erinnerung bin, wenn ich mich nicht mit dem einen verbinde, wenn mein Geist hier und dorthin rannt, das ist das Leid, das ist das heutige Leid schon. Dieser Zustand, wo es keinen Raum mehr gibt, um uns zu entwickeln, diesen Raum gibt es noch. Es ist spät, aber es ist noch nicht zu spät. Es gibt noch einen Raum, um uns zu transformieren, mit Liebe, mit Yoga.
Macht die Dinge, die Baba euch tun lassen möchte. Vielen Dank, sagt Aruna. Lass uns mal bei dieser Erinnerung bleiben. Es gibt eine weitere Frage. Manchmal sagt Baba, erinnert euch an den Kreislauf, das ist Erinnerung. Manchmal sagt Baba, erinnert euch an eures ursprüngliches Zuhause, das ist Erinnerung. Kannst du uns klar sagen, was Erinnerung ist? Was Erinnerung an den Vater bedeutet, sind das all diese Dinge? Und sie sagt, ja, es ist so. Baba hat uns gesagt, dass es so ist und dann ist es auch so. Denk mal an die fünf Formen, das ist auch Erinnerung. Wenn ich durch den Kreislauf gehe, wenn Baba sagt, erinnere euch an den Kreislauf, das ist Erinnerung. Ich bewege dann mein Bewusstsein aus all diesen niederen Stufen über diesen ganz gewöhnlichen, normalen Zustand in einen erhabenen Zustand. Ich fange an, positiv zu denken. Ich denke an die Seele, ich denke an die Bilder, die Baba uns gegeben hat. Der Baum, der Same, die Trimurti. Ich renne da nicht durch. Es ist kein Wettbewerb. Und ich muss diese Liste abarbeiten. Nein, zu verschiedenen Zeiten während des Tages. Lass mich mit dem experimentieren, was Baba mir heute in der Murli gesagt hat. Und dann komme ich näher an diesen Zustand heran, wo es nur diese Verbindung mit dem einen gibt. All diese Ideen der Wahrheit, der spirituellen Lehren, die bringen mich dazu hin, dass ich meditieren kann. Zuerst gibt es diese Initiation, diese Einführung, wenn der Geist noch herumwandert, und dann fokussiere ich meinen Geist und die Gedanken werden langsamer und ich komme dann in den meditativen Zustand und ich reflektiere dann über all dies, was Baba mir gesagt hat, und der Geist bewegt sich nach oben und dann in diesem Zustand kann ich mich mit diesem Spender der Wahrheit verbinden und ich bin in diesem Zustand mit Baba vereint, wo ich diese verschiedenen Erfahrungen auch erlebe. Und dann komme ich in einen Zustand der Realisation. Und dann gibt es nur noch sehr wenige Gedanken und sehr viel Raum zwischen den Gedanken. Und da kommt diese Erfahrungsebene viel stärker als das Denken. In diesem Realisationszustand komme ich in diesen Samenzustand, in dem es nur diese Erfahrung gibt und alles ist still und ruhig. Verschiedene Stufen im Yoga gibt es und in diesem Zustand, den wir als Meditation bezeichnen, können wir verschiedene Bereiche erfahren. Ich soll meine Meditation nicht dumpf und nicht langweilig machen. Ich chante nicht nur ein Wort, es gibt nicht nur einen Satz oder eine Idee, die ich wiederhole. Aber lass mich heute mal den Kreislauf drehen und an einem anderen Tag lass mich mal über den Baum nachdenken, lass mich über den Kreislauf nachdenken, über die Leiter, all das, was Baba uns erklärt hat. Daher, wenn Baba sagt, wenn ihr über die Murli nachdenkt, dann experimentiert mit dem, was Baba euch heute gesagt hat, es ist frisch. Und diese Frische, die trägt bei zur Begeisterung. Und dann könnt ihr sagen, das war meine Erfahrung heute. Jede Murli ist dazu da, dass wir etwas erfahren. Das sind nicht nur Worte. Aber wenn sie in die Erfahrung eingeht, dann werde ich direkt von Gott, von Baba erhalten, genährt. Ich sage da nie, ich werde da niemals sagen, oh, ich habe all diese Murli schon so oft gehört. Es gibt immer weitere Dimensionen, die dieser Erfahrung zuträglich sind. Aruna,
So oft hatte das Baba in den letzten Molis gesagt, dass wir auf die Erfahrungsebene kommen sollten und dass wir Babas Signale wahrnehmen sollen. Wenn wir in diesem Raum sind, dann können wir in diesem Raum von wenigen Gedanken sind, dann können wir Babas Touchings aufnehmen, Chanti. Und natürlich ist wichtig, dass ich auch dem Srimad folge und dass ich Vertrauen habe, weil zu dem Ausmaß, wie ich dem Srimad folge, ist mein Geist klar, mein Intellekt ist klar, dann gibt es keine Einflüsse, die da wirken. Wenn ich in diesem Zustand bin, wo ich klar und sauber bin, wenn es aber diese Einflüsse von hier und da gibt, dann stören die. Und ich kann dann nicht die Botschaft verstehen, die Baba mir gibt, weil all diese anderen Dinge im Weg sind. Und ich werde dann verwirrt. Aber wenn ich diesen Job gemacht habe, dem Srimad zu folgen, wenn ich mein Herz, mein Geist sehr sauber halte und den Intellekt mit einem verbunden habe, dann kann ich diese Signale aufnehmen. Vielen Dank, Chanti Ben. Runa wieder. Vier Personen haben heute geschrieben, gefragt. Eine Frage heute in der Murli ist: Ihr könnt die Murli überall hören, in jedem Center, wo immer euer Herz hingeht. Dann sagte jemand: Das war, früher konnte man das anwenden, aber heute ist das nicht mehr möglich. Genti, ich denke, Baba sagte nicht, pickt euch irgendetwas heraus und wählt das dann. Und also wir wählen nicht und sagen und picken das raus und sagen, das ist für mich heute gut und morgen nicht und das picke ich mir raus. Die ganze Murli ist für uns da, nicht nur Teile aus der Murli. Speziell jetzt mit Zoom. Sie kennt Leute, die hören der Murli aus Australien zu, aus Madhuban, die gehen um die gesamte Uhr hindurch. Und dann hören sie etwas aus London, von hier und dort und überall. Manche bleiben sogar bis Mitternacht auf und hören dann noch dieser Avyak Perivar zu. Ja, es gibt keine Bindungen, es gibt keine Barrieren. Das ist eine Realität heute. Ich weiß nicht mehr, wer was zuhört. Und wenn mir das jemand sagt, dann sage ich großartig. Niemand muss Erlaubnis dafür einholen. Es ist alles offen, es ist alles frei. Es gibt da keine Verbote. Diese Worte beziehen sich auch absolut auf heute. Damals gab es die Wahl, nicht in dieses oder in jenes Center gehen. Und die Center waren vielleicht nur ein paar Kilometer auseinander. Und heute könnt ihr in der ganzen Welt reisen und dort euch einwählen. Das ist die gleiche Murli. Ja, das Instrument ist das Instrument. Es ist jetzt eine Tatsache geworden. Und das bezieht sich wirklich auf den heutigen Moment. Ich kann das nicht mehr kontrollieren. Und Baba erinnert mich daran, ihr habt keine Kontrolle mehr darüber, Aruna. Die Studenten wollen, wenn sie irgendwo hören, oder sollten sie die Instrumente informieren, sodass die Instrumente dann wissen, sie hören der Murli nicht mehr hier zu. Es ist eine Höflichkeit, dass man das Instrument wissen lässt, wo ich das Wissen aufgenommen habe. Heute verreise ich oder ich bin hier und dort tätig oder ich höre da und dort die Murli. Die Türen sind offen, dass sie irgendwo anders die Wohltat nehmen, die Murli hören. Ich sehe das als ein Teil der Höflichkeit und
dass man Beziehungen bildet. Die Menschen haben oft vergessen, was gute Manieren sind. Viele denken auch nicht mehr daran. Und was Baba uns lehrt, sind diese göttlichen Manieren. Und wie Dadi uns das gesagt hat, wenn ich das Wissen, wenn ich das Haus verlasse, dann sage ich, ich gehe jetzt und wann ich wiederkomme, sodass sie sich nicht sorgen müssen, wann ich wiederkomme. Und wenn ich nicht auftauche, dann werden sie checken, wo ist sie denn? Dadi war in ihren 70ern und 80ern. Sie sagte dann, ich gehe jetzt spazieren und in einer halben Stunde bin ich wieder da. Und Mama sagte zu ihr, Janak, ich gehe jetzt spazieren mit der und der Person. Und Dadi sagte zu Mama, Mama, das ist doch dein Zuhause. Und Mama sagte, das sind göttliche Manieren, dich das wissen zu lassen. Noch nicht einmal normale Höflichkeit, dass man sagt, ich gehe jetzt und ich bin dann und dann zurück. Warum versucht ihr zu verbergen, wohin ihr geht? Und wenn ihr in ein anderes Land geht und wie lange ich gehe und wann ich wieder zurück bin und wenn ich irgendwo anders die Muli höre, lass mich das doch die Instrumente wissen. Und die Instrumente sollten dann aber nicht sagen, nein, das geht so nicht. Aber wenn ich offen bin und sage, ja, warum nicht, dann ist es auch einfacher, dass sie wieder zurückkommen und hinter meinem Rücken dann sprechen. Vielen Dank. Aruna, diese Frage kam vor 2 Wochen auf. In Bezug auf das Yad Piyad am Ende der Murli, kennst du eine Geschichte dazu und hat sich das vielleicht in den letzten Jahren verändert? Genti wieder. Bab Dada, das ist ja ganz klar. Und Mat Pita bezieht sich Bab auf den Unkörperlichen, der die Murli sprach. Und Bab Dada beide kombinieren. Seit 1965 ist das der Ausdruck, den Baba zu dieser Zeit geprägt hat. Und manchmal sagte Baba auch, Mite, Mite, Mama, Liebe und Erinnerung von der lieblichen Mutter. Manchmal hat Baba das auch gesagt, ab und an. Dieser Ausdruck Bab Dada wurde ab den 60ern genutzt, als Baba im Krankenhaus war und operiert wurde. Es war damals alles noch sehr einfach. Der erste Gedanke war, wir bringen Baba nach Bombay, dass er dort operiert wird. Und die nächste Frage dann, wer wird die Rechnung dafür zahlen? Und jemand, der ganz neu in Delhi war, hat gehört, dass Baba operiert werden musste. Und er kam dann nach Bombay, und er hat dann Geld dafür gegeben. Heutzutage sind es alles Banküberweisungen oder Schecks. Wenn mein Vater krank ist, was würde ich tun? Und das ist doch mein Vater. Sie hatten kein Geld in der Bank, aber ein neuer Student hörte das. Und durch tiefe Liebe hat er das unterstützt. Und auch in diesen frühen 60ern. Warum erinnere ich mich daran? Dadi war draußen in dem Korridor und die Krankenschwestern und Ärzte kamen, um Baba zu sehen. Und da kam jemand zu ihr und fragte, ist das euer Guru? Und sie sagte, nein, das ist mein spiritueller Vater. Und sie kam dann wieder zurück und sie fragten viele andere Fragen. Und Dadi mochte es, wenn Dadi um ihn herum war, weil sie mit den Menschen sprechen konnte und Gyan geben konnte. Sie gab den Gyan auf eine Art und Weise, dass sie ihn verstanden und sich darauf beziehen konnten. Und sie kam dann zu Baba zurück. Sie haben dies und jenes gefragt. Sie hatten gefragt, wer ist das?
Und sie sagte, das ist mein spiritueller Vater. Und Dadi, und Baba sagte dann, mein Bab Dada ist da. Und sie fragte, was heißt das? Und er sagte, das wird eine Chance geben, noch mehr zu erklären. Ja, sie weiß, dieser Ausdruck, diese Bezeichnung gab es seit den 60ern, Anfang der 60er. Und sie weiß nicht, ob dieses Ende der Moli, ob es das schon vorher gab. Baba sagte immer guten Morgen und gute Nacht, das gab es schon von frühen Zeiten an. Aber sie denkt, es begann in den frühen 60ern, weil da die meisten Dadis Abu verlassen hatten, um Center zu etablieren. Und sie vermissten Madhuban und auch Baba. Und Baba sagte, das ist okay, ihr bekommt jeden Tag einen Liebesbrief. Und sie erinnert sich an die Tage von Bab Dada, als diese Mulis ankamen. Die Mutter war so aufgeregt, als sie kamen. Es war ein dickes Paket. Sie hatte sofort geöffnet und sie hat sie sofort überflogen. Manchmal sprach Baba, diese Gruppe ist da oder jene Gruppe ist da. Und sie bekam dann ein Gefühl dafür, was da passierte. Und die Babas Liebe und Erinnerung war ein echtes, wahres Gefühl, was sie dann bekam. Und Dadi sagte auch, dass sie ungefähr, es war 64, und sie hatte sich Baba gegenüber liebenswürdig beschwert. Ich vermisse das Yad Piya in den Tonbändern. Aber auch wenn Baba sagt, Mite, Mite, Bache. Die schreiben dann oft gar nicht Mite, Mite, Bache. Und die versuchen das alles auf drei Seiten zu packen. Aber wenn ich das Tonband höre, dann höre ich doch, dass Baba sagt, Mite, Mite, Bache. Es gab ein sehr schönes neues Center in Abu Road und in Pune und das vermisse ich, sagte Dadi. Und Baba sagte, okay, Baba wird es klären. Und bevor sie in Ahmedabad ankam, wurde das Tonbandgerät bestellt und es war schon dort angekommen. Dadi war in Pune und es war bereits da. Und dass sie diese Worte Mite, Mite, Bache wieder hören konnten, weil das Herz berührte. Und das Yad Piyar, es war nicht nur ein Ausdruck, aber es war ganz echt, dass Baba sie mit viel Liebe erinnerte. Heutzutage bedeutet Yad Piyar, dass sich jemand von dir verabschiedet oder dass du gehen solltest. Nur noch eine Frage. Sehr praktische Frage, Aruna wieder. Wie viel sollten wir für Früchte und Blumen jede Woche ausgeben? Ist es genug, wenn wir eine bekommen, also Blume oder ein Obststück? Jenti wieder. Wenn ich sehr einfach in einem Center lebe, lass mich ein paar Blumen bringen, zwei, drei Blumen für den Donnerstag. Lass mich auch ein paar Früchte bringen. Und wenn die Studenten deine Liebe und deine Hingabe sehen, dann werden einige sagen, kann ich etwas für Baba tun? Kann ich ein paar Blumen bringen, ein paar Früchte? Nur durch deine innere Hingabe wird sich das etablieren, sie werden es sehen und sie werden es lernen und sie werden auch Früchte und Blumen bringen. Jetzt wird so viel Burg für Seelen angeboten, die gegangen sind oder Geburtstage. Und wir sind dann oft, ja, das gibt es oft dann 4, 5 Vasen. Und dann bringen die Seelen das im Andenken an einzelne Seelen. Wenn ihr etwas mit innerer Hingabe tut, ihr selbst, dann fühlen das andere.
Und wenn ihr das im Bog miteinander teilt, dann werden sie das wertschätzen. Und euer Geben wird dann den Überfluss hervorbringen. In einem anderen Zusammenhang wurde über Großzügigkeit gesprochen und Überfluss. Und wenn es diese Großzügigkeit gibt, dann gibt es einen Überfluss. Sei zuerst großzügig und dann kommt auch der Überfluss. Vielen Dank, Aruna. Diejenigen, deren Fragen heute nicht beantwortet werden konnten, vielleicht geht das nächste Woche dann. Vielen Dank an alle. Und jetzt noch eine Meditation. Vielen Dank an alle. Und an all diejenigen, die diese Elektronik mit betreuen. Om Shanti. Thank you to everyone and to Arunaben and the whole team that's supporting with all the electronics. Om Shanti. Ek diya dua ka hum jalaye roshni se dil ka andhiyara mitaye har disha har dwar par ho wo diwali har disha har dwar par ho wo diwali pyar ka hum aisa silsila chalaye प्यार का सिलसिला हम चलाए एक दिया दुआ का हम जलाए रोशनी से दिल का अंधियारा प्यार का सिलसिला हम चलाएं।